Hallo, liebe Menschen auf dieser Erde, seid bitte gegrüßt in unserem heiligen König Jesus Christus von Nazareth, welcher alles Wort und Werk bitte segnen möchte, sowohl als auch diese kleine Videoaufnahme. Hochgelobt ist unser heiliger Gott, Vater Jesus Christus von Nazareth, der gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich, und einen heiligen Namen ererbt hat, der über alle Namen ist. Amen. Liebe Menschen auf dieser Welt, wie dreist ist das denn, dass der Mann Bill Gates nun vor einer nie dagewesenen Todeswelle warnt, die welche geimpft worden sind. Jetzt kann man den bösen Menschen erkennen, was er vorgehabt hat. Er wollte uns alle umbringen. Er hat ganz genau gewusst, was mit der Impfung zusammenhängt, nämlich, dass sie alle sterben sollten, um dann später eine kleinere Bevölkerung unter sich zu haben, sie erneut zu erniedrigen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Habt bitte genau hingehört. Das ist wirklich wahr. Ich habe die Quelle bekommen, in der es heißt, dass er davor warnt. Und er wusste davon vorher schon. Und das heilige Gebet hilft und kann die feurigen Pfeile des Bösen verjagen. Ein Physiotherapeut in Bad Füssing ist seit über 2 Jahren nach wie vor gesund durch mein heiliges Gebet als ein heiliger Ältester, indem ich bei ihm Öl, Hand auflegen und Gebet machte bezüglich der Corona-Impfung, die er nicht wollte. Und er fühlte sich eindeutig besser. Nun habe ich vor, nachdem auch eine heilige Gebetserhöhung da war, wegen des angeblichen Marburg-Viruses in Hamburg, von einem ICE-Fahrer oder auch von einem Flugzeug, ihr könnt euch erinnern, dafür und dagegen habe ich gebetet, dass das hier eine Ausbreitung werden wird. So werde ich jetzt auch ein heiliges Gebet für euch alle beten, dass dieser Bill Gates eine Ohrfeige bekommt vom heiligen Vater Jesus Christus von Nazareth. Denn er ist kein Herrscher, mit seinem vielen Geld hat er nur Unheil angerichtet und weiß nicht, dass der heilige König Jesus Christus von Nazareth ein heiliges Zeugnis gegeben hat, auf der Erde zu heilen und nicht zu impfen. Die Menschen, die impfen, haben einen totalen Schwachsinn. Ich vergebe es ihnen. Und sie mögen bitte alle zur heiligen Buße kommen, dass sie zur heiligen Taufe mit heiligem Geist die heilige Vergebung der Sünden erhalten durch einen berufenen und heiligen Täufer, der ich auch einer sein darf seit 2011 und im Jahre 2013 bestätigt. Nun, ich bete für euch alle, dass ihr keine Angst haben müsst. Denn der heilige Gott Vater Jesus Christus von Nazareth im heiligen Himmel entscheidet, wann welches Wesen auf der Erde gehen soll und nicht irgendein anderer Mensch. Amen. Nun, jetzt bete ich für euch alle. Ich, der heilige Bruder Steffen, lobe und preise dich, unser heiliger König Jesus Christus von Nazareth, der du einen heiligen Namen ererbt hast, der über alle Namen ist, und nach dem Johannesevangelium auch gesagt wurde,
dass du der einzige und wahre und heilige Gott bist, weil du persönlich auch gesagt hast, dass niemand zum Heiligen Vater kommen kann, denn durch dich. Und in der Heiligen Apostelgeschichte Kapitel 4 den Menschenkindern gesagt wird, dass kein anderer Name gegeben worden ist, durch den sie sollen selig werden. Man höre bitte. Denn es steht geschrieben, seid nicht nur bitte ein Hörer des Heiligen Wortes, sondern auch ein heiliger Täter. Denn sonst betrügt ihr euch selbst. Denn dann fängt der Betrug an, wenn man nicht prüft. Und ich danke unser heiliger König Jesus Christus von Nazareth für dieses heilige Gebet. Danke, dass du mich nicht verwirrst, noch deine heilige Güte von uns wendest. Und dass du dieses heilige Gebet gesegnet und erhört hast. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass die angeblich angekündigte Welle von Todesfällen durch die Impfung der Corona-Maßnahmen nicht stattfindet. Der Mann Bill Gates hat keine Prophezeiungsgabe, er hat keine Weissagung, er hat keinen Glauben. Wenn er nicht Buße tut, ist er nicht erstens bei dir und zweitens ist er gegen dich, denn du hast gesagt, was ihr einen meiner heiligen Brüder und heiligen Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Dadurch würde er sich nicht nur gegen dich wenden, sondern hat auch dich verletzt. Unser heiliger König Jesus Christus von Nazareth, wenn du willst, kannst du bitte diesen Mann Bill Gates segnen und dass du zu ihm sprichst und sagst, er soll mit seinen Gedanken und Tun aufhören, gegen die Menschheit zu kämpfen, sondern er soll bitte helfen, für die Menschheit zu kämpfen, dass sie selig werden und dass er vielleicht anfangen möchte zu predigen dein heiliges Wort, wie es sich gebührt, wenn man die richtige heilige Taufe mit Wasser und Heiligen Geist hat von einem berufenen und heiligen Täufer. Nicht von einem einzelnen Christen, der es nicht hat und es gegebenenfalls vielleicht nicht richtig machen würde. Daher bitte ich dich von ganzem Herzen, heiliger König Jesus Christus von Nazareth, du hast gesagt, wir sollen nicht um den Tod der Feinde bitten, sondern um die richtige Richtung, dass wir recht richten wie der heilige König Salomo. Dass er auch darum bat, ich möchte gerne richtig richten. Und mein richtiges Richten ist erstmal, dass ich ihn versuche zu segnen. Und dann, dass du waltest, bitte mit deiner heiligen Kraft, Jesus Christus von Nazareth, unser heiliger König, dass du bitte solchen Menschen das Handwerk legst, in einer Art, die nicht sein darf. Impfen hilft nicht. Segnen, beten, helfen hilft. Denn du hast gesagt, wenn jemand der Weltgüter hat und sieht seinen Bruder oder Schwester dauern, wie kann dann die Liebe unseres heiligen Gottes in ihm sein? Die ist nicht da. Und das sieht man, wenn jemand wie einer solcher sagt, er warnt vor einer nie dagewesenen Todeswelle von den Menschen, die geimpft worden sind. Das geht nicht. So bitte ich dich, erhöre mich. Und dieses heilige Gebet in dein heiliges Ohr, wie im heiligen Himmel, so auf der Erde. Halleluja! Hochgelobt ist unser heiliger König, Jesus Christus von Nazareth in Ewigkeit, von Anfang bis in Ewigkeit und nicht bis zum Ende. Von Anfang bis in Ewigkeit. Dankeschön.